So, neuer Tag, neues Glück. Willkommen zurück hier in der nächsten Episode. Meine Reise mit den stürmischen Gefährten hier in Diablo 4. So, ihr seht, es ist der 5. Juni, 11.50 Uhr. Wie gesagt, ich nutze meinen Urlaub, um hier ein bisschen zu zocken und meinen Char ein bisschen weiterzubringen und auch zu gucken, ob ich denn so mit meinem eigenen Gedanken zu einem eigenen Bild auch irgendwie vorankomme. Ja, heute Abend quasi, also in der Früh vom 6. Juni um 1 Uhr morgens ist ja dann Diablo 4 dann auch für alle also verfügbar, ist also dann der offizielle Release. Ich habe nur deshalb ein bisschen früher Zugang bekommen, weil ich halt ein bisschen mehr gelöhnt habe. Ja, das sind wohl die meisten, die jetzt schon Spiele gemacht haben, und das scheinen nicht wenige zu sein. Denn wenn man mal auf die Suche nach einem Clan geht und sich allein nur deutsche Clans anzeigen lässt, dann sind da in der Regel immer so an die 150 Spieler, vielleicht gibt es auch irgendwie Maximum oder so. Und es gibt etliche Clans, die halt ja, aufgefüllt sind. Also man kann sich schon mal ungefähr ausrechnen, dass das dann etliche Spieler sind. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob da nur einzelne Accounts gezählt werden oder auch Charaktere. Das wäre natürlich bei Charakteren dann doch nicht so eine große Kunst, das weiß man halt nicht. Aber sei es drum, wir machen jetzt hier erstmal weiter mit der Kampagne und Nebenquests und so weiter und so fort. Die interaktive Map von D4 Build GG ist auch am Start, im Hintergrund. Das heißt, ja, wenn wir auch die ersten Lilith-Statuen wieder einsammeln und so weiter und so fort. Aber sprechen wir nochmal mit Donan. Was werdet ihr jetzt tun? Ich muss mich um die Toten hier kümmern. Hätte ich gewusst, dass sie in Gefahr sind, hätte ich das Anwesen abgeriegelt. Verfluchte Lilith. Sie hat ihnen das angetan. Lilith scheint nicht zu glauben, dass ihr Astaroth vernichtet habt. Natürlich nicht. Dämonen sind arrogante Kreaturen. Sie würde niemals akzeptieren, dass unser eins Astaroth besiegen könnte. Mir macht zu schaffen, warum sie nach ihm sucht. Was will sie? Astaroth stammte aus dem Reich des Hasses, dem Ort, den Lilith einst ihre Heimat nannte. Vielleicht liegt dort die Antwort. Ich muss darüber nachdenken. Erzählt mir von Arida und Naphain. Sie waren einst wie Bruder und Schwester für mich. Aber das Leben hat uns auf unterschiedliche Pfade geschickt. Arida wird von ihrer Mission verzehrt, über die Toten zu wachen. Ich sehne mich nach einer Zeit, in der wir über alte Geschichten sprechen. So wie früher. Und Naphain. Nun, es ist schade, dass er so bitter geworden ist. Er lebt wie ein Einsiedler tief im Wald, weigert sich, mich zu treffen. Warum habt ihr die Kathedrale nach Skosland gebracht? Die Menschen loben oder verfluchen mich für diese Entscheidung. Es gibt keinen Mittelweg. Druiden wie Naphain glauben, ich hätte ihr Land den Rittern der Reue geschenkt. Glauben Sie, ich hatte eine andere Wahl? Nach den Tagen der Asche brauchten wir Hilfe, um Skosglen wieder aufzubauen und zu beschützen. Die Kathedrale war bereit und willens. Ihr seht besorgt aus. Angriff auf das Anwesen wurden viele verletzt und unsere Heilvorräte sind beinahe aufgebraucht. Bitte, könntet ihr nach Carrigar reisen und Cormen, den Alchemisten, bitten, alles zu schicken, was er schicken kann. Und sagt ihm, er soll sich beeilen. Jeder Moment zählt. So, wir sollen aber erst nochmal Runentafeln von Wildtieren sammeln. Okay.
Aber ich habe schon auf der Karte gesehen, es gibt hier müsste es eine Lilith-Statue geben. Die holen wir uns, bevor wir dann nach Norden gehen. Und dann die Quest machen. Und da gibt es in dem Gebiet auch noch mal eine. Ist jetzt mit dieser interaktiven Karte auch gar nicht mal so schlecht, weil ich jetzt nämlich dann auch die Standorte der Quests eigentlich schon von vornherein sehe. Vorher hatte ich ja nur eine Karte, wo nur die Lilith-Statuen eingezeichnet sind. Das war jetzt aber auch mehr Zufall, weil ich nach meinem Bild schauen wollte und dann die Option mit interaktive Karte gesehen, die allerdings noch Beta ist. Steht auch extra unten dabei, based on data mines will be verified on launch. Na gut, das wird ja wahrscheinlich dann nicht so langsam passieren. Achso, ne, mit dem habe ich ja schon gesprochen. Der hat mir ja die Quest gegeben. Mit den Wildtieren. Ah, diese Fliegen- oder Bienenschwärme, ja gut, den sieht man jetzt relativ gut. Also hier sollte sie irgendwo sein, die Statue. Hier runter geht's nicht. Dass man da von unten irgendwie rankommen würde. Ah, da ist sie. Da ist sie. Ja, also da ganz ehrlich, das hier würde man es wahrscheinlich erkennen durch das Rot. Aber wenn der Stamm hier vorne ist und man weiß es nicht, dann sieht es halt aus wie... Ja, ist also ziemlich gut getarnt. Na gut, soll wahrscheinlich auch so sein. Genau, jetzt habe ich hier schon fürs Ghostland die ersten erforderlichen Fortschritte gemacht. Das heißt, es gibt sogar einen Fertigkeitspunkt. Und der nächste Punkt, muss ich erstmal mal schauen, wo es hier lang geht. Nächste Statue müsste dann hier oben sein. Wie gesagt, in das Gebiet müssen wir ja so oder so. Das ist erstmal alle Punkte in die Zyklonrüstung. Es gab auch wieder ein kleiner Patch. Keine Ahnung, was der jetzt gebracht oder gemacht hat, aber ja, ist ja auch erstmal wurscht. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Also scheinbar sollen diese Runentafeln von den Wildtieren getroppt werden, was eigentlich so erstmal keinen Sinn ergibt. Ah, war schon mal die erste, aber gut. Da wird schon irgendeinen Grund haben.
So, da ist die nächste Statue. Jo, und die anderen sind jetzt nicht unbedingt in die Nähe. Da muss ich dann mal schauen, wo ich die dann so hole. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch zwei Runentafeln. Aber wir sehen, die roten Punkte sind zwar wohl Wildtiere auf der Map, aber machen wir das Event hier mit. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Ich dachte schon, ich hab jetzt die ich muss noch etwas warten. Die Behausung zerstört. Diese Flugviecher, ey, meine Güte. Aber war irgendwie klar, dass die dann auch wieder auftauchen. Irgendwie war es klar. So, die Runentafeln habe ich. Den Wegpunkt sollte ich mir auf jeden Fall holen. Beziehungsweise, das ist die andere Quest. Okay. Dann gehen wir hier nach der Abgabe hier rüber und dann genau so machen wir das. Ich glaube, wir müssen sowieso in die Richtung wegen der Folgequest hier. Ja. Also der Kampagnenquest. Ja, so wie ich das mitbekommen habe, wenn ich jetzt doch ein bisschen aktiver die Kampagne verfolgt hätte, hätte ich wahrscheinlich schon Reit hier. Aber es ist halt so. Nächstes Mal bin ich halt schlauer. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Geisteskraft. Ich konnte ein paar Runentafeln sammeln. Danke. Darin befinden sich zahlreiche Lehren, Gebete und Weisheiten, die von Fiacla Gea selbst überliefert wurden. Das Leben ist eine endlose Lektion. Und es gibt noch so viel zu lernen. So, dann einmal den Wegpunkt freischalten.
Und dann weiter. Hier, da wird es wahrscheinlich auch eine Siedlung geben in Kerrigar. Oh, das ist auch eine größere Siedlung. Der Bedienstete Wilfried braucht dringend Heilvorräte. Der arme Mann muss damit alle Hände voll zu tun haben, so viele Verwundete zu behandeln. Ich packe alles zusammen, was ich entbehren kann, und schicke es ihm sofort. Das ist aber nett. Mächtige Tränke. Wonach bedarf es euch? Rüstung um 200. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Dann machen wir mal 5. Exquisites Gebräu. So, hier haben wir natürlich der, das ist wohl die Hauptstadt, würde ich sagen, von Skosglen. So groß wie das ist, weil hier haben wir alles wieder, was wir brauchen. Kuriositäten, also alles, was in Kyroshad ist, ein Okkultisten. Und hier unten ist unser Lager. Ja, ich wollte gerade sagen, es könnte vielleicht sogar fast noch dahin kommen. Ja, ich habe mich gerade gewundert, wieso wir hier schon einen Stützpunkt befreit haben. Aber ja, haben wir ja hier. Für die Druiden-Quest. Ich würde sagen, dann nehmen wir die Nebenquest an. Warum seid ihr hier? Das Hügelland ist meine Heimat, aber Sanctuario ist dieser Tage gefährlich und meine armen Eltern werden immer älter. Wer wird ihr Zuhause beschützen? Ich würde nach ihnen sehen, aber die Straßen sind nicht sicher. Vielleicht könnt ihr meinen Vater Phelan aufsuchen und nachsehen, ob sie mich brauchen. Das können wir machen. Natürlich. Aber wir haben hier, ich habe gerade gesehen, es gibt hier zwei Lilith-Statuen. Hier ungefähr. Das heißt, da die nehmen wir uns natürlich mit. Und quasi hier um die Ecke gibt es auch noch mal einen. Eine. Holen wir uns gleich die. Licht. Ich vermisse Eltheim. Wir haben in einer ordentlichen Kaserne geschlafen. Hier becken wir uns beim Vieh. Nur besser wie nix, oder? Yeah, I got you.
bereit. Achso, das war kein Gegner, das war ein Totenbeschwörer, what the fuck. Okay, hier werden wir, ist die Karte jetzt gar nicht so genau. Weil eigentlich, eigentlich wird die Stadt auf der Karte hier angezeigt. Ja, aber passt schon. So, jetzt einmal hier den Weg hier rüber. Nach Osten. Da ist auch ein Event. Okay, da müssen wir noch ein bisschen aufdecken. Nicht bereit. Hilfe! Ich bitte euch! Nicht bereit. Ich brauche mehr Geisteskraft. Ich finde eigentlich, dass die Goldhaufen mittlerweile für ein bisschen zu groß schon aussehen, für nur 200 Gold. Aber wer weiß, wie groß die Haufen dann sind, wenn man so 1000 Gold einsammelt, falls es dann überhaupt möglich ist, aber ich gehe mal von aus. So, wir müssen hier runter. Will ich mal hier tippen. Okay, eigentlich müssen wir hoch. Na gut. Oh, da oben ist ein Heilbrunnen. Moment, da geht's noch mal hoch. Ich muss noch etwas warten. Keine Geisteskraft mehr. Die haben tatsächlich ihre Privatstatue hier drin. Und hier gibt es auch, zumindest wird es angezeigt, aber das ist nämlich genau das Problem, was ich befürchtet habe. Auch in Kerriga, Serriga, wie auch immer, werden schon weitere Nebenquests angezeigt, die jetzt aber noch nicht verfügbar sind. Und ich schätze mal, vielleicht ist es in zersplitterten Gipfeln halt auch so, dass die Fehlenden erst noch auftauchen. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Aber es ist jetzt nur eine Vermutung. Ich muss noch etwas warten. Thank you.
Also der Angriffsbefehl hier mit den Wölfen, der funktioniert, wie wir sehen, auch nicht immer. Wir können gerade mal schauen. Ja, also in der Inni droppt, also in der Inni sei ich schon, in den Dungeon droppt hier einmal einen. Ich bin noch nicht bereit. Eine Nebenquest. Gehen wir also da rein. Da ist ein Aspekt, den wir uns holen können. Also da bleibe ich mir treu, was das angeht. Aber ich werde es nicht mehr krampfhaft versuchen, irgendwie Dinge zu suchen, sondern einfach weiterspielen. Der Rest wird sich dann von selber ergeben. Einfach. Das habe ich jetzt aus meinem krampfhaften Versuchen, 100% in zersplitterten Gipfeln zu erreichen, gelernt, denke ich. Ich bin noch nicht bereit. Das lohnt hier. Ja, hier ist sie. Ja, ein paar Gegner gibt. Ich bin noch nicht bereit. Oh, gleich der nächste. Das war praktisch. Genau, das können wir eigentlich schon mal nach Items schauen. Also, weg. 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 Oh, der wäre eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Aber ich habe die Fähigkeit jetzt natürlich nicht mehr mit der 3% lang 20% Schadensreduktion, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob die mir so viel bringt. Also ich habe gehofft, dass es gegen den Schlechter vielleicht ein bisschen was bringt, aber leider nein. Weil hier hätte ich einmal noch Rang Wölfe und Rang für Raben. Würde jetzt aber einen Rang für Wölfe verlieren. Hätte noch mehr Rüstung. Apropos Rüstung, genau, gleich nochmal den Trank. Das ist eigentlich auch nett hier. Aber hier ist natürlich jetzt das legendäre Item natürlich. Ja, wenn jetzt hier noch plus zwei Ränge Gewittersturm drauf wären, dann würde ich sogar anziehen und würde den Aspekt da extrahieren und hier drauf packen. Weil wie gesagt, ich sollte jetzt mal schon mal langsam anfangen auf Crit zu gehen, aber da ist mir jetzt hier zu wenig drauf, ehrlich gesagt. Jo, gehen wir einmal verkaufen. Das ist jetzt quasi auch alles neu für mich. Wie gesagt, das Gebiet war ja nicht zu spielen in der Beta. Oder in den Betas. So, gucken wir mal, was wir hier... den Transmog mitnehmen können. Was noch übrig ist, fragt ihr. Auch zerstören.
Eigentlich ist es an sich hier auch nicht verkehrt, das Ding anzuziehen. Wo sind die? Da. Ich glaube, das Ding ziehe ich auch an. Was hat mehr Rüstung? Ansonsten haben wir hier Fertigkeiten Gefährte und Schaden für Fertigkeiten des Typs Sturm. Ist also sicherlich nicht verkehrt. Auch wenn wir jetzt bei Gefährte ein bisschen was verlieren an Schaden. Hier können wir dafür aber nochmal sockeln. Ja, da würde ich wieder sagen, was sockeln wir da? Barriereerzeugung, Rüstung. Ja. Würde ich sagen, nehmen wir wieder den Topaz, ne? Würde ich sagen. So. Genau. So machen wir es. Okay. Das war ziemlich schnell ausgelöst jetzt. Das war ja der Effekt. Aber da drinnen soll man immun sein. Also von daher. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ich bin noch nicht bereit. Unterschlupf der Königin. Ja, wenn jetzt hier nicht eine große Spinne am Ende kommt, dann weiß ich auch nicht. Ah, wie hieß die nochmal bei Diablo 3 Arachnea, glaube ich, ne? Wobei ich fand, die hat gar nicht so viel mit einer Spinne zu tun gehabt. Also klar, die hatte, glaube ich, nur 6 Beine. Ich muss noch etwas warten. Das wäre ja für eine Spinne eigentlich untypisch, ne? Die haben ja auch immer 8 Beine eigentlich, soweit ich weiß. Aber ich bin jetzt auch kein Biologe, von daher. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Also ich muss zugeben, so dadurch, dass er so früh auslöst, finde ich den gar nicht so sinnvoll. Also ich hätte gedacht, das ist jetzt mehr so in Richtung, oh shit, wenn es mal wirklich eng wird, so bei 35. Aber ja, verletzt gilt man ja unter 85, glaube ich. Von daher kann das schon sein, dass der dann so früh auslöst. Aber naja. Er ist auf jeden Fall nicht zu übersehen. Und theoretisch kann ich dann also dann da drin stehen bleiben. Ah, das habe ich ja jetzt erst gesehen.
Die Spinne ist geflüchtet. Und dann auf diese Leiche da drauf gesprungen und dann die kontrolliert. Ah, interessant. Ich bin noch nicht bereit. Hier ist halt echt viel mit Giftschaden. Das. Aber solange genügend Heilfläschchen nachdroppen, passt ja alles. Aber ich habe schon wieder keinen Verbrauchsgegenstand an. So. So ist besser. Ich glaube, alles, was hier auch stirbt, hinterlässt so eine kleine Giftpfütze. Ich brauche mehr Geistes, ich muss noch etwas warten. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Ich bin noch nicht bereit. Na, wir haben es geschafft, sogar die Meisterschaft geholt. Das ist schön. Danke, Wanderer. Ohne euch wäre ich tot. Ich denke, ab jetzt komme ich zurecht. Bitte, nehmt dies. Oh. Eine große Truhe, aber gut versteckt. So. Einen seidenen Turm brauchen wir noch. Und ja, das Gebiet scheint hier auch wieder ein bisschen weitläufiger zu sein. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ah, ich Idiot, bin die ganze Zeit zurückgelaufen. Ja gut, da wird man aber auch ein bisschen irritiert, wenn dann immer noch irgendwo Gegner sind. Dann denkt man ja, hier war ich hier dann noch nicht. Wobei, warum habe ich denn die... Bin ich nicht von hier reingekommen? Weil da ist ein Stufensymbol hier unten. Kann sein, dass es hier dann in eine zweite Ebene geht.
Ja gut, wenn, werden wir eh dann dahin geschickt. Ich schätze mal jetzt hier eher unten ist der andere, der letzte, der seidene Turm. Nicht bereit. Wo ist denn jetzt der... Ah, das Ding war, das glaube ich, das Ding in der Mitte. Das sieht so aus, als ob da jetzt dann gleich die Königin wartet. Ja. War auch irgendwie klar, dass sie sich von oben abfällt irgendwie, ich weiß nicht. Ich schon damit gerechnet. Ich bin noch nicht bereit. Jede Spinne macht sie natürlich auch ihren. Ich muss noch etwas warten. Ihre Netze auf dem Boden, die verlangsamen. Thank you.
Aber wie gesagt, jetzt auch nicht das große Problem. Und ein Kodex freigeschaltet. Ja, was für ein Zauberer. Das ist immer nicht gut. Also haben wir den Dungeon auch abgeschlossen. Das Einzige, was jetzt hier fehlt, ist war die Nebenquest, ne? Drops in Sarah's Lair, Sidequest Feral Moon. Haben wir das versehentlich aufgenommen? Nee. Das ist ja doof. Und da steht auch extra da, es ist ein Drop. Ah gut, dann können wir es halt nicht ändern. Dann haben wir wahrscheinlich Pech gehabt oder wir haben es übersehen und das kommt irgendwie dann noch. Eigentlich habe ich doch alles aufgenommen, ne? So, aber hier soll auch noch eines sein. Das näher. Die Schlange. Dann gehen wir da mal mit. Ich muss noch etwas warten. Verabschiedet euch. Da. Die Eiche sei mit euch. Ich glaube, so langsam kann man das nicht mehr Keller nennen, sondern wir sollten es wirklich so Mini-Dungeons nennen. Gab es auch keine Sidequest, also vielleicht werden die echt nach und nach erst freigeschaltet. Aber ja, gucken kann ja nicht schaden. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Questreihe. Oder die Quest. Ich weiß nicht, ob es eine Reihe ist. Ich bin noch nicht bereit.
Kommen wir aus diesem Spinnenzeug mal so langsam wieder raus hier. Gerade nochmal auf die Karte schauen. Wo wir hier sind. Und dann müssen wir da hoch. Ne, da ist keine Lilith-Statue auf dem Weg. Gehen wir natürlich auch rein. Das stinkende Ackerland, war nicht schlecht. Ah, ein anderer Spieler. Hallo. Was? Möchte nicht mehr mit mir. Verfluchten Schutzsteine haben nicht viel geholfen, Druide. Ich habe euch gesagt, man muss alle platzieren, damit sie wirken. Ach, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss mich um einen Hof kümmern und dieses Chaos beseitigen. Sie werden funktionieren, Phelan. Ihr müsst mir vertrauen. Na.
Cori hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um euch. Ihr habt mit Cori gesprochen? Hm. Ich kann nicht glauben, dass er sich überhaupt an seine Familie erinnert. Ich musste den Faulpelz vor Monaten aus dem Haus werfen, weil er nicht arbeiten wollte. Bis jetzt habe ich keinen Mucks mehr von ihm gehört. Besser für ihn, wenn er in Kerriga bleibt. Und für uns auch. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, okay. Bin schon wieder voll. Na gut. So, zack. Die Welt ist gefährlich. Kommt und ändert es. Ah, theoretisch kann ich ja eigentlich das Ding hier auch nochmal aufwerten, oder? Hm, wobei, passt schon. Der jetzt hin? Du hast doch eine Quest für mich gehabt. Wieso bist du jetzt weg? Oh nö. Ah, das ist ja jetzt mal ein bisschen. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Du standst doch eben noch hier. Na gut, es ist gar keiner mehr hier. Vielleicht ist das auch ein Bug. Na, Hauptsache die Kühe sind noch da. So, muss ich nicht sowieso irgendwo hier hin? Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal in die Richtung. Ja, der ist... Oh, das kann ja jetzt nicht sein, dass der jetzt... weg ist, nur weil ich mich jetzt wegteleportiert habe. Ja, das wäre jetzt dann richtig bitter, wenn der jetzt nicht noch mal auftaucht. Und ich die 100% da nicht machen kann. Ich meine, damit muss man ja durchaus rechnen, ne? Dass das so ein Bug ist, der halt so noch nicht aufgefallen ist. Weil wie hoch ist die Chance, dass da jemand seine Taschen ausgerechnet voll hat und dann zurück teleportiert, ohne die anderen Quests anzunehmen? Yeah.
Das ist natürlich wieder richtig. Ja gut, ich kann ja gleich mal, oder ich gehe später mal zurück, vielleicht steht er wieder da, vielleicht ist er jetzt schlafen gegangen, es ist ja dunkel. Aber ja, das wäre richtig Panne. Das wäre mal so richtig Panne. Ich lasse mir jetzt keine Ruhe. Ich glaube, ich gehe jetzt schon mal zurück und... Beziehungsweise, ja. Die Seherin ist es auch nochmal. Eine andere. Ja, das ist eine andere Quest. Okay, dann nehme ich die dann erstmal an. Ja, das wird mir jetzt auch gar nicht mehr angezeigt hier drauf. Boah. Oh, das... Ah, da komme ich jetzt gar nicht drüber hinweg. Also, auch Memo an mich, immer gleich annehmen. Was macht ihr da? Oh, ich lese nur die Eingeweide dieses Typen. Die Ziegenmenschen breiten sich in unseren Landen immer weiter aus. Ich versuche herauszufinden, warum und wie. Mit ein wenig Übung kann man vieles aus Gedärmen lesen. Nicht viele erinnern sich noch an die alten Sitten oder praktizieren sie noch, aber man schneidet den Bauch auf und deutet das Chaos, das hervorquillt. Helft mir doch bitte, den Bauch weiter zu öffnen, ja? Ich kann noch nicht sehen und meine Hände sind auch nicht mehr so ruhig wie früher. Ja. Mache ich gleich, beziehungsweise das macht ja sogar schon mein Rabe. Wahrscheinlich auch gleich meine Ranke. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Die Episode ist schon wieder rum. Ja, der Rabe macht das schon. Bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.